Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play von Road to Gehenna und Talos Principle. Ja, gut, wir sind hier beim letzten Mal von hier oben gekommen. Wir haben mittlerweile alle Robos, hier unsere Kumpels, befreit, waren zuletzt hier oben in diesem Ding. Da ist übrigens auch noch ein Stern. Für die Leute, die keine Ahnung haben, was hier passiert, kann ich das jetzt auch nicht alles so, ja, auf die Schnelle erklären. Es ist definitiv ein Puzzle-Game, also wir haben hier Rätsel zu lösen und zwar geht's immer, da ist übrigens eine blaue Quelle, also wir haben immer so Energiequellen, da hinten ist eine rote, hier unten eine blaue, damit können wir jeweils diese Dinger hier öffnen und man muss halt mit Hilfe von verschiedenen Dingen, also so Konnektoren, die also die verschiedenen Sachen miteinander verbinden und so weiter, aber ich denke, naja gut, ja. Wir haben jetzt noch, genau hier ist übrigens unser Portal, also heißt, wir gucken jetzt mal. Wir haben hier noch einen zu erledigen und alle vier Sterne und würden uns jetzt einfach mal hier runter begeben wollen. Weil ich weiß nicht, ob es Sinn macht, an irgendeiner speziellen Stelle vielleicht reinzuhüpfen, aber wir wissen es nicht. Also wir wissen ja nicht, an welcher Stelle. Also ich kann jetzt noch hier, weiß ich nicht, ganz lange durch die Gegend eiern und mir eine Stelle aussuchen, aber wir wissen ja nicht, was Sinn macht. Also von hier oben zu klären, wo wir am besten auskommen und nicht auskommen. Und ich sehe gerade, also wenn wir hier in diesen reinfallen, haben wir schon mal hier eine Barriere. Und da, also da ist aber auch eine Leiter, sehe ich. Also im Prinzip ist es wahrscheinlich vollkommen Schnulle, wo wir hier reinhüpfen. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal hier runter. So, Krater, also es heißt Krater, nicht Gravel Pit, sondern Krater. Also, wir können hier durch. Hier ist unsere rote Quelle. Aufgabe wird sein, wahrscheinlich irgendwie nachher diese Schlüssel zu kriegen. Wozu wir die brauchen, weiß ich noch nicht genau. Hier steht ein Jammer. Ein Jammer! Und dieses hier ist was? Was ist das hier? Ah, der Weg raus. Okay, ein Weg nach draußen. Okay, das ist schon mal gut. Dann wissen wir schon mal, den können wir hier removen oder nicht? Nein, können wir nicht. Gut. Jammer. Das Wasser ist wahrscheinlich hier an der Stelle so tief, dass ich da... Wir ersaufen. Okay, das kennen wir ja schon, das Spiel. Wir ersaufen ja im Wasser. Heißt, wir müssen irgendwie mit einem gezielten Sprung wahrscheinlich genau bis da kommen, wie auch immer. Gut, ich gucke jetzt mal hier rein. Also wir haben hier rote Quelle, blau, blau, rot, rot. Rot ist schon mal gut. Warte mal, Moment. Da hinten ist auch rot. Ich mache den jetzt einfach mal hier hin. Dann können wir mal diesen hier nehmen und connecten, damit wir hier schon mal irgendwas machen. Ich weiß, wir haben noch nicht mal die Hälfte von dem von der Instanz hier gesehen. Wir haben hier blau und ein Venti. Sieht doch schon mal so aus, als würden wir da irgendwie in die Richtung Schlüssel vielleicht hier oben drauf kommen oder so, ne? So, gut. Wir haben hier blau. Da ist ein Venti drunter. Den brauchen wir für diesen hier, ne? Ja, okay. Dann haben wir hier, was haben wir da? Ach so, der ist schon connected mit rot. Moment mal eben. Moment. So. Die Kiste fliegt da hoch. Okay. Dann könnten wir den eigentlich... Hm, das ist ja mal jetzt ein Ding. Moment, jetzt könnten wir den ja eigentlich auch mit diesem hier, ne? Können wir den nicht verknüpfen irgendwie? Moment, ich guck mal eben. Warte mal, ich stell den mal eben hier... Mal irgendwo hier hin vielleicht, so. So. Nee. Wir müssen hier irgendwo hin. So. Und dann geht der nach oben.
Und dann könnten wir... Warte mal. Der ist sowieso unnütz. Rot. Aber wie kriegen wir... Rot. Und rot. Den, ne? Ich muss den hier nochmal neu setzen. Da muss ich... Warte mal. So, den nehmen. Den. Und diesen. Moment. So, jetzt haben wir die Kiste da oben fliegen. Was machen wir damit? Mit der Info. Der müsste... Warte mal, jetzt mal eben gucken. Wenn der den powert... Warte mal. Nehmen wir den mal dazu. So, jetzt kann ich den doch eigentlich wegnehmen, oder nicht? Nee, warte mal. Den muss ich auch noch powern über diesen. Moment. Moment. So, jetzt habe ich alle gepowert. Ich komme hier nicht voran, ne? Okay, diesen lassen wir mal hier. Den können wir eigentlich dann... Nein, den können wir nicht wegnehmen. Moment. Oh, es ist ein, glaube ich, gar nicht so ein einfaches Rätsel gerade. Gut, wir gucken jetzt erstmal weiter, weil wir kommen hier, glaube ich, erstmal nicht voran. Wir haben hier den Ausgang. Wir haben hier... Da ist auch noch einer drin. Achso, hier können wir rein. Oh, hier. Oh, Stern. Mit Venti. Stern mit Venti. Ah. Ach, hier ist noch so ein Ding. Stern mit Venti, rot. Aber wir kriegen blau hier nicht hin. Ich vermute fast, dass wir das auf blau umbasteln müssen, ne? Ich habe ja so eine Vermutung. Moment, warte mal. Wo sind wir denn hier mit dem... Warte mal. Wo ist unser Jammer? Ah, hier ist Computer und hier ist unser Typ. Und hier brauchen wir Schlüssel. Okay, also wir brauchen die Schlüssel, damit wir ihn hier rausholen können. Hallo? Hallo? Na? Ja, denk du mal nach. Vielleicht gelingt dir irgendwas. So, da geht's raus. Wir können ja mal hier in die andere Richtung. Moment, wir gucken jetzt erstmal hier. Was da so passiert. Hier ist die blaue Quelle. Haben wir hier denn irgendwie... Hm. Ah, okay. Moment. Also, ich kann ja mit dem hier entlang. Warte mal. Kann ich den hier jammen? Kann ich den hier durchjammen? Nein, ne? Scheiße. Nein, kann ich natürlich... Okay, wir gehen jetzt mal hier rein. Den nehmen wir mal mit. Und tun den mal hier hin, oder was? Und holen den uns darüber, ne? Ja. Müssen wir so machen. Wie es weitergeht, weiß ich dann gleich gar nicht. Aber wir machen es jetzt mal Schritt für Schritt. Also, ich brauche jetzt erstmal, brauche ich diesen Connector hier für blau. Also, der muss hier rein. So, genau. Weil eine andere Möglichkeit haben wir nicht. So, jetzt könnten wir den da oben mal mit... Blau powern. Ist das richtig? Ja, ne? Irgendwo hier so. Ich stell den mal hier hin. Nein, da nicht. Der fliegt hier hoch und vielleicht hier so? So, ne? Das müsste reichen, ne? So. Jetzt haben wir das geregelt. Jetzt haben wir hier, warte mal. Bevor ich jetzt, oh, das ist echt heftig. Ich glaube ja, wenn wir diesen powern hier, ne, dass wir dann genau in die Mitte vielleicht kommen. Okay. Können wir da noch irgendwas anderes mitmachen hier? Moment. Ich muss mal eben gucken. Warte mal. Moment. Ich mache den mal hier hin. Und den Kram hier bauen wir mal einfach ab. Und nehmen mal den herkömmlichen Weg. Können wir den auch vielleicht aufmachen? Warte mal.
Vielleicht sollten wir uns den hier zuerst rausholen, ne? Ja, das war der Plan, glaube ich, ne? Gut, wir haben hier... Wir müssen das hier auf dem herkömmlichen Weg mal connecten. Und warum geht der hier nicht auf? Moment, ich gehe mal eben hier rüber. Der ist blau. Blau. Wir müssen den hier aufmachen. Moment. Moment, so... Ich glaube, so sind wir schon gar nicht auf dem schlechten Weg. So, das mit Rot und diesen hier können wir vielleicht direkt mit dem auch verbinden, ne? Sollen wir das mal machen? Dann haben wir den nämlich auf dem herkömmlichen Weg hier geöffnet. Und gucken mal. Ich gucke. So, wie weit können wir denn hier rüber? Dass wir den noch mitnehmen. So und... So. Genau. So, und jetzt müsste dieser gepowert werden von diesem und der muss nach oben. Blau. Blau, blau blüht der Enzian. So und so. Und dann stelle ich den mal hier irgendwo hin. Hier. So, hier vielleicht so. Jawohl, gut. So, jetzt haben wir den schon mal. Was können wir damit jetzt machen? Jetzt können wir hier den mal draufschmeißen und brauchen hier blau. Haben wir noch einen? Rot können wir eigentlich... Nein, den brauchen wir nicht mehr. Dann können wir den ja... Moment. Den brauchen wir nicht mehr, ne? Nein. So. So und so... ich weiß jetzt nicht. Wir probieren das jetzt einfach mal. Moment, wir probieren das. Schlüssel? Schlüssel. Okay, also wir müssen hier rot reinkriegen und da hinten blau. Wir gehen mal in die Richtung hier rüber. Wir haben unsere Schlüssel. Das ist schon mal sehr gut, ja? Jetzt können wir nämlich hier als erstes mal... Yay! Fump. Und was passiert? Da. Hallo. Hey. Mac. Bitte? Wo geht er hin? Ach, er haut hier über den Venti ab. Ja. Geil gemacht. Es ist schon echt ein geiles Spiel. Also, ich muss sagen, also ich habe selten so ein cooles Puzzle-Game überhaupt. Wie gesagt, also ich bin überhaupt kein Puzzle-Game-Spieler eigentlich. Aber nun gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den einen Stern vielleicht hier... wollen wir mal erst hier die... Das Gepiepe. Komm, wir machen jetzt erstmal hier das Gepiepe weg. Verschwundene Moderatoren. Frankenstein, Rockwell, Lamp. Okay. Mod-Diskussion. Okay, zurück. Warum wurdet ihr hierher geschickt? Das haben wir natürlich schon ein paar Mal gehabt, diesen Thread. Jefferson Goldblum. In Menschenwelt Episode 127. 127 lesen wir natürlich, ne? Nicht. Oh Gott, auch ein Riesentext, ne? Zurück. Series Sam war das Spiel. Oder war das noch ein anderes? Nee. Okay, gut. Dann gehen wir hier raus und gucken mal, welche Sachen wir... im Prinzip jetzt nicht mehr brauchen und warum wir sie nicht mehr brauchen. Also wir haben hier Rot. Rot müsste... Warte mal, Rot muss hier hin, ne? Hier muss Rot hin. Das heißt, wir müssten... Warte mal. Hier muss auf jeden Fall so ein Ding rein. Also hier muss ein Connector rein. Das ist das Erste. Der muss aber blau bleiben. Also anders geht's nicht. So. Das heißt, wir müssten jetzt mal gucken, wie kriegen wir einen Connector hier irgendwo raus, der, warte mal,
Rot. Rot muss da durch, ne? Also den müssen wir stehen lassen. Der muss hier irgendwie dadurch, dadurch, da rein. Also heißt, einer muss raus. Das heißt, würde bedeuten, den brauchen wir da. Den können wir eigentlich im Grunde genommen... Warte mal, den müssen wir gepowert lassen. Der hier ist unnötig, ne? Genau. Heißt, den können wir eigentlich hier irgendwo fallen lassen. Aber das geht so nicht. Nein, es geht so nicht. Ja, es geht so nicht. Können wir den von hier hinten? Nein, können wir auch nicht. Es ist schon hardcore, ne? Wir müssen den roten also irgendwie von irgendwo anders her. Mal eben gucken. Haben wir hier rot und blau und ein Venti. Wir brauchen sowieso den Venti. Heißt, wir sollten diesen Stern hier, mit diesem sollten wir vielleicht anfangen. Wir sollten diesen, weil da kriegen wir auch noch einen Venti dazu. Vielleicht sollten wir das mal zuerst machen. Das heißt, wir müssten hier irgendwie einen reinkriegen, der uns... können wir den... Wenn wir den konfigurieren könnten... Aber wir kommen ohne den nicht daran. Das ist schlecht. Wie kriegen wir hier einen Connector rein? Also den müssen wir hier irgendwie durchschleusen, ne? Mal eben gucken. Der muss aber stehen bleiben. Das ist ja mal ein Ding. Leute, 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 ne? Also ich bin mir ja nicht sicher, wie das alles funktionieren soll. Also hinschwimmen können wir nicht. Wir nehmen den mal kurz mit. Blau. Warte mal. Lass noch mal eben gucken. Blau ist da oben. Kann man den nicht irgendwie anders aufstellen? Kann man den hier aufstellen? Wenn wir den hier aufstellen, können wir den Jammer mitnehmen. Aber die kriegen sich in die Wolle, glaube ich jedenfalls. Einer geht drunter, einer drüber. Warte mal. Wir versuchen es mal. So, ich stelle den mal hier hin. Geht nicht. Nein, geht auch nicht. Nein, geht nicht. Warte mal, ich muss den ja mitpowern. Der geht nicht. Können wir den nicht irgendwie hier anders stellen, damit wir... So. Geht nicht, die kreuzen sich. Das ist scheiße, auf Deutsch. Ja, okay, also die kreuzen sich hier. Ich weiß auch nicht, wie wir das verhindern können. Der dürfte eigentlich, müsste eigentlich eine andere Höhe haben. Aber wir müssen wirklich vielleicht mal versuchen, die oberen Areale hier mit, zu benutzen, würde ich sagen, ja. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so, wie es gerade ist. Und ja, ich denke, in der nächsten Folge werden wir dann wohl erst weitermachen. Weil ich bin mir jetzt gerade nicht so im Bilde darüber, wie wir von außen jetzt hier, von oben, vom Rand oder so, irgendwelche Sachen rauskriegen noch. Oder, ne, also das müssen wir jetzt erstmal gucken. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hier mit dem lustigen Kistenhüpfen hier weitergeht. Und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen und ja, freue mich schon auf die nächste Folge und bis dahin, tschaußen, euer Smeagol.